So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalisierung im Vorarlberg. Heute darf ich begrüßen Mario Ketzler, das ist der Leiter für IT und Prozessmanagement bei Illberg VK. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke, Herr Springer. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Herr Ketzler, jetzt müssen wir hatten gerade die Covid-19-Pandemie, oder sie ist ja auch noch nicht ausgestanden, aber mit Lockdown etc., viele im Homeoffice. Wie hat Ihnen denn da die Digitalisierung geholfen, vor allem als Energieversorger hier alles im Blick zu behalten? Hat man überhaupt digitale Tools dazu benötigt? Ja, also wir wurden natürlich wie alle anderen auch von dieser Pandemie getroffen, hatten dann das Glück, den einen oder anderen Plan aus der Schublade ziehen zu können, um einfach die Versorgungssicherheit grundsätzlich sicherzustellen. Im Sinne der Digitalisierung war es für uns natürlich auch eine große Herausforderung, in kürzester Zeit mehr oder minder das gesamte Personal nach Hause zu bringen, wieder einsatzfähig zu machen. Nicht jeder war entsprechend vorbereitet auf einen Homeoffice-Arbeitsplatz. Das hat uns gerade in der IT sehr gefordert, aber glaube auch jeden Einzelnen zu Hause, bis dann innerhalb von 2-3 Tagen jeder auch wieder arbeitsfähig war. Uns hat es in der Hinsicht geholfen, weil doch die eine oder andere Technologie oder das eine oder andere Tool dafür notwendig war, beziehungsweise die Notwendigkeit auch dann plötzlich gesehen wurde und Dinge wie Videokonferenzlösung oder digitale Zusammenarbeitsmöglichkeiten, die haben natürlich an Wert und Stellenwert gewonnen. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht vorher noch ein bisschen skeptisch gegenüber diesen neuen Möglichkeiten waren, sind heute davon überzeugt, weil es hat ihnen einfach unmittelbar auch aufgezeigt, dass in gewissen Situationen solche Dinge einen tatsächlichen Nutzen schaffen können. Mhm. Jetzt ist ja eines der Ziele der Illberg VKW, dass man bis ins Jahr 2050 im Vorarlberg nur noch so viel Strom erzeugen will, wie auch wirklich benötigt wird. Was braucht es unbedingt Digitalisierung dafür oder macht man noch ganz klassisch solche Berechnungen, ich sag's mal ganz salopp, mit Taschenrechner und Stift? Ja, also es wird beides brauchen, sowohl als auch. Wir brauchen die klassischen Kompetenzen wie bisher auch mit den Technologien, die wir die letzten Jahrzehnte auch kennengelernt haben, um neue Kraftwerke zu bauen, um gewisse Themen wie Photovoltaik und so weiterzubringen. Nichtsdestotrotz wird es auch eine gewisse Intelligenz benötigen, zukünftig immer mehr, um einfach auch im Sinne der Optimierung neue Möglichkeiten durch Algorithmen, durch Data Analytics, durch Machine Learning, was auch immer dann die Schlagwörter sind, auch entsprechend weiterzukommen und im Sinne der Effizienz auch einen Beitrag für dieses Ziel setzen zu können. Mhm. Stichwort künstliche Intelligenz oder klassische Algorithmen. Beschäftigen Sie sich mit diesen Themen und beziehungsweise was sind denn eigentlich so aktuell so Technologien, die Sie besonders als Energieversorger beschäftigen? Also bei uns gibt es einen großen Energiehandel, sprich wir müssen ja unsere Energie auch entsprechend am Markt anbieten können, gut anbieten können, möglichst effizient anbieten können, aber auch entsprechend gut einkaufen können. Und dieser gesamte Handel, der nähert sich immer mehr in gewissen Strommärkten an den Finanzmarkt an. Das heißt, wir haben auch dort immer kürzere Zyklen, um Energie handeln zu können, teilweise schon in Richtung einer Minute pro Geschäft. Und das wird natürlich für den einzelnen Energiehändler schwierig, als Mensch da noch mitzukommen und in dieser Kürze auch gute Entscheidungen zu machen. Und dort beschäftigen wir uns derzeit auch mit dem Thema Algo-Trading, sprich wirklich intelligente Algorithmen, die mitunter auch selbst lernen, Stichwort Machine Learning, vielleicht dann in ein paar Jahren Deep Learning, dann auch diese Dinge zu nutzen, um einfach A, die Energiehändler zu entlasten und B, auch dieser Geschwindigkeit Tribut zollen zu können. Und das hilft dann natürlich auch in Summe einfach besser und effizienter mit Energie umgehen zu können.
Das ist ja alles ein Riesendatenthema. Wie sieht es denn da eigentlich mit Standards in den Datenthemen aus? Man kennt es von vielen Firmen. Es gibt viele Daten, oft sehr unstrukturiert, oft unterschiedliche Formate. Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Also wir kennen dieses Thema auch. Das sind wir nicht alleine. Natürlich haben wir aufgrund der Historie auch verschiedenste Datentöpfe im Hause. Die gilt es jetzt auch mit den neuen Möglichkeiten aufzubereiten, wirklich in einem hohen Aufwand auch für Analysen und dann später für Anwendungen verfügbar zu machen. Das ist sicher momentan in der heutigen Zeit die größte Aufgabe und Hürde, um dann tatsächlich alle diese tollen Technologien und Möglichkeiten und Methoden einsetzen zu können. Dafür haben wir dann auch neue Kompetenzen mit an Bord geholt. Wir beschäftigen immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit dem Thema Data Analytics, Data Science beschäftigen und die diese Kompetenzen einfach mitbringen, aus diesen vielen Daten dann für uns gut strukturierte Analysemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie die Mitarbeiter ansprechen, wie hat sich die Digitalisierung insgesamt auf die Berufsbilder auch bei den Ilwerke VKW ausgewirkt? Gibt es da ganz neue Berufe und zum Teil werden sie adaptiert, vor allem auch wahrscheinlich in der Lehre? Ja, ich bleibe noch kurz beim folgenden Beispiel des Energiehandels. Dort ist natürlich so, dass sich ein Energiehändler auch fragen kann, was passiert mit mir, wenn ein Algorithmus meine Handelstätigkeit übernimmt? Diese Fragen sind natürlich mittelfristig, längerfristig auch berechtigt. Allerdings sind wir der Überzeugung, dass wir genau dieses Know-how des Handelns auch wieder in die Algorithmen eingeben können. Nur wer gut Input gibt, kriegt dann auch durch eine Technik wieder einen guten Output. Und das besänftigt auf der einen Seite. Bezüglich der neuen Berufsbilder, klar, auch bei uns gibt es seit ein paar Jahren Berufsbilder wie Business Analysten, die versuchen über das Verstehen des Geschäftes hin gute IT-Lösungen anbieten zu können. Natürlich gibt es bei uns, wie gesagt, alles rund um das Thema Data Analytics, Data Scientists, aber auch ganz neue Themen wie UI UX wird immer stärker. Unsere Kunden wollen tolle, einfache, gut praktizierbare Lösungen anwenden können. Sei es dann im Rahmen vom NAP oder im Sinne unserer Homepage oder im Sinne unserer Weiterentwicklung der Portalwelt. Auch dort gibt es immer mehr neue Anforderungen. Was sehr zugenommen hat, allerdings war das immer schon eine Stärke von Energieversorger, ist einfach alles rund um das Thema Mathematik und Statistik, das wiederum den Input liefert in Richtung auch von Algorithmen. Und insgesamt die Auswirkungen von der Digitalisierung jetzt auf Technik und Organisation, auch in der Zusammenarbeit, wie funktioniert das bei Ihnen und beziehungsweise auch, wie wird es von den Mitarbeitern akzeptiert und angenommen beziehungsweise mitgetragen? Genau, also das Mittragen ist das große Wort, das schwere Wort da drin. Natürlich bringen diese Technologien Ängste mit sich. Wir sind immer wieder konfrontiert auch mit wollen wir nicht, können wir nicht. Wenn man dann näher ins Gespräch geht und die Gründe versucht zu finden, ist dann oft einfach eine Angst des Nichtverstehens neuer Technologien. Das ist natürlich auch ein Generationenthema. Unsere jüngeren Mitarbeiter tun sich natürlich einfacher, mit neuen Technologien umzugehen, wie vielleicht Mitarbeiter, die schon länger oder sehr, sehr viele Jahre auch schon bei uns sind, die vielleicht Dinge schon 20, 30 Jahre genau gleich machen und die jetzt einfach in eine immer raschere Veränderung ihrer Arbeitswelt reinrutschen. Wie versuchen wir da mitzugehen, die Mitarbeiter mit an Bord zu holen? Wir versuchen immer, bevor wir neue Technologien, neue Tools nutzen, in Form von kleineren Pilotprojekten speziell auch die Personen mit hineinzuziehen, die vielleicht sonst nicht unmittelbar die Ersten wären, die es nutzen würden. Und so bekommen wir dann auch in diesen kleinen Pilotprojekten einen Eindruck, wie ist die Akzeptanz. Des Weiteren versuchen wir, den Austausch untereinander auch zu forcieren. Neue Technologien brauchen
auch eine gewisse Dynamik, eine gewisse Geschwindigkeit, um da überhaupt mitzukommen. Und es ist oft der Gegenteil der Fall, was man denkt, man braucht viel, viel mehr Kommunikation als davor. Also die Technik übernimmt das nicht. Und dieser Austausch zwischen Fachbereich, zwischen IT, zwischen Kunde ist sehr, sehr wichtig und muss noch viel stärker stattfinden. Und auch hier sind wir auf sehr vielen Ebenen durch die Einbindung von Kunden, durch raschere Pilotprojekte mit Kunden am Markt, aber auch Einbeziehung von den Mitarbeitern dran, da wirklich frühzeitig auch diese Kommunikation und dieses Stimmungsbild abzuholen und einbauen zu können und darauf reagieren zu können. Wenn Sie neue Technologien und Innovationen ansprechen, jetzt gibt es ja auch bei Illwerke VKW das Innovation Lab. Was wird dort genau gemacht und wie wichtig ist es, dass Innovationen, die von dort kommen, auch vorangetrieben werden? Wir haben das Innovation Lab jetzt rund 4-5 Jahre und die Kolleginnen und Kollegen sind sehr wichtig für uns. Warum? Sie bringen neue Methoden in das Unternehmen hinein, sei es Design Thinking oder andere Kreativmethoden. Sie bringen neue Denkansätze mit. Sie sind freier, auch Dinge auszuprobieren. Wer ein bisschen die letzten Jahre verfolgt hat, gibt es die einen oder anderen Produkte, die es heute nicht mehr gibt, die wir einfach mal mit einem kleinen Kundenkreis ausprobiert haben, einfach zu testen, wie kommt ein Produkt an. Und das ist auch ein Thema, das uns im Konzern hilft. Wir müssen lernen, Dinge auszuprobieren, mit den Kunden gemeinsam auszuprobieren, da Vertrauen auch aufzubauen, aber auch Dinge wieder eindampfen lassen zu können. Und das ist auch ein riesen Lernfeld, das zu diesem klassischen Energieversorger, der doch immer sehr langfristig und nachhaltig ausgerichtet ist, ein großes Lernfeld auch bietet. Und dafür sind die Kolleginnen und Kollegen aus dem Innovation Lab da und fordern uns auch tagtäglich in unseren bestehenden Strukturen. Womit beschäftigen sie sich konkret? Sind drei Themenfelder. Zum einen dieses Thema Produzent-Konsument, dass ich eine PV-Anlage vorstellt, wo ich mir selber mitunter den Strom produziere, aber dann auch gleichzeitig konsumiere. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, zukünftig Lösungen anzubieten. Dann haben wir das Thema Mobilität und das Thema Energiedienstleistung. Wie werden, weil Sie es gerade selbst ansprechen, wie werden denn diese neuen digitalen Möglichkeiten von den Kunden angenommen? Also, dass sie jetzt nachschauen kann, wie zu Hause mein Stromverbrauch in diesem Monat zum Beispiel war. Auch hier gibt es kein Schwarz-Weiß-Bild. Wir haben Kunden, die brennen oder die warten tatsächlich darauf, jetzt diese Dinge nutzen zu können, die sich sehr intensiv mit Smart Home, mit Effizienz Optimierungen beschäftigen, die sich mit den verschiedensten Technologien vom Batteriespeicher über PV, über intelligente Geräte auch sich ganze Systeme aufbauen. Die müssen wir genauso adressieren wie auch jene, die sagen, Achtung, jetzt kommen zum Beispiel diese intelligenten Stromzähler, was machen die mit mir? Da gibt es natürlich auch Bedenken dazu, die teilweise auch sehr gut, ich sag mal, zu argumentieren sind, dass diese Dinge einfach nur gedacht sind und nicht der Realität entsprechen. Aber es gilt da immer, beide Gruppen abzuholen. Und gerade im Innovation Lab haben wir sehr viele Dinge ausprobiert, das mitverfolgt hat. Stromify war Thema, das auch in den Medien öfters vorgekommen ist. Da haben wir einen Marktplatz ausprobiert, wo ich als Stromproduzent mit meiner Photovoltaik vom Hausdach einem anderen, der vielleicht Strom braucht, das direkt anbieten hätte können. Da hat es eine kleine Gruppe an Interessenten gegeben. Allerdings haben wir dann gemerkt, dass der Markt einfach noch nicht reif ist. Trotzdem wollten wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, weil diese Dezentralisierung einfach ein Trend ist, der auch die Energieversorgungsbranche in den nächsten Jahren weiter beschäftigen wird. Und für uns ist immer wichtig, die Kunden frühzeitig einzubinden und dann mit ihnen gemeinsam auch einschätzen zu können und ehrlich auch zu bewerten, funktioniert eine Idee oder funktioniert sie nicht.
Aber Dinge wie Stromify, die könnten ja nochmals kommen, oder vor allem jetzt nach der Corona-Pandemie, weiß man, es hat nicht nur einen Run auf Pools und Aufstellpools im Garten gegeben, sondern auch auf PV-Anlagen und Solaranlagen. Genau, also natürlich hoffen wir, dass wir diese Dinge wieder aus der Schublade herausziehen können. Und darum machen wir ja den Aufwand auch und diese Vorinvestitionen. Da gibt es natürlich Lösungen. Es ist jetzt zum Beispiel auch wieder eine Erneuerung, eine Optimierung, Weiterentwicklung der Sonnenrate in Entwicklung, die damals auch sehr gut angenommen worden ist, weil wir eben merken, dass viele Teil dieser Energiewende sein wollen und vielleicht persönlich nicht die Möglichkeit haben, auch Produkte oder wirklich Gerätschaft ans Haus oder an die Wohnung anzubringen. Und diese Dinge funktionieren dann rein digital und helfen uns einfach auch die digitalen Möglichkeiten heute. In Bezug auf Energiewende gibt es auch ein großes Stichwort, E-Mobilität. Und zwar, was beschäftigt denn im Zusammenhang mit E-Mobilität einen Energieversorger wie Illwerke VKW? Geht es dann um die E-Tankstellen oder geht das weiter? Das geht viel, viel weiter. Wir haben den Auftrag schlechthin, nämlich die Versorgungssicherheit in unserem Versorgungsgebiet in Vorarlberg sicherzustellen. Und unsere erste Aufgabe ist es, mit diesen neuen, sage Energieträgern im Netz, die dann doch sehr flexibel auch laden oder entladen können, umzugehen. Wenn man sich nur vorstellt, bei mir im Haus, der normale Hausanschluss, der ist nicht dafür da, um einen Tesla mit 150 kWh zu laden. Das wird nicht funktionieren. Und wenn das mehrere gleichzeitig tun, dann wird es irgendwo dann auch im Netz zu Problemen führen. Und hier kommt auch die Digitalisierung wieder ins Spiel. Wir müssen unser Stromnetz weiter digitalisieren, weiter intelligent machen. Wir arbeiten derzeit an der Weiterentwicklung unserer Trafostationen hin zu intelligenten Trafostationen. Wir versuchen unsere Ladeinfrastruktur, auch die bei jedem zu Hause, so weit intelligent zu machen, dass wir sie auch gut steuern können, im Bedarfsfall auch eingreifen können, aber immer so, dass der Kunde möglichst wenig davon beeinträchtigt ist. Und diese Aufgabe, dieses Jonglieren und Ausbalancieren zwischen Kundenerlebnis, Kundennutzen und tatsächliche Versorgungssicherheit ist eine große Aufgabe für alle Kolleginnen und Kollegen im Netzbereich, aber auch in der E-Mobilität. Abschließend noch eben, weil Sie sagen, immer und überall eingreifen können. Das ist ja ein Riesenthema, auch das mit der Digitalisierung immer mitschwingt, ist das Datenschutzthema. Wie schaffen Sie es da, den Spagat jetzt, sage ich mal, zwischen Sicherheit und doch modernen Lösungen für die Kunden zu erschaffen oder zu generieren? Ist tatsächlich als kritischer Infrastrukturbetreiber eine große Herausforderung, die uns täglich auch beschäftigt. Wir müssen und wollen auch entsprechend sichere Lösungen anbieten, beziehungsweise auch für unseren Betrieb zur Verfügung stellen. Da gibt es sehr viele Zertifizierungen dazu, sehr viele Rahmenbedingungen, Anforderungen, die an uns gestellt werden und an denen wir nicht vorbeikommen. Auf der anderen Seite wollen wir moderne Lösungen anbieten. Und hier kommt wieder dieses Management dieser zwei Welten ins Spiel. Wir müssen es schaffen, in einem guten Austausch, in einfach mehr Investitionen in Diskussionen. Wir müssen es schaffen, Lösungen zu finden, die beides können, die sicher sind, aber trotzdem unseren Kunden das ermöglichen, was sie sich von uns erwarten. Und über Managementsysteme, über entsprechende Rollen im Unternehmen, vom Informationssicherheitsbeauftragten über Datenschutzbeauftragte, die wirklich ihre Teilbereiche sehr, sehr, sehr gut kennen, kriegen wir da wirklich eine gute Balance hin und können auch größere Problemstellungen gut meistern und trotzdem sichere und tolle Lösungen anbieten. Versucht man da vielleicht als Zusatzfrage, da eher sein eigenes Süppchen zu kochen und etwas Daten, etwas aufzusetzen, das so sicher ist, wie
dass man selbst daran glaubt? Oder gibt es da große Player am Markt, wo man schaut, dass man von dort die Technologie übernehmen kann? Oder muss man sich irgendwann die Big Five schon wenden? Ja, natürlich gibt's zu fast allem von den großen Anbietern entsprechende Lösungen, die auch wir versuchen, dort, wo es sinnvoll ist, einzusetzen, wenn sie unseren Sicherheitsansprüchen auch genügen. Es gibt aber auch Themen, die wir jetzt gerade erst selbst entwickeln, wo wir selber uns quasi den Standard vorgeben müssen, beziehungsweise mit den Kollegen der anderen Energieversorger auch Lösungen erarbeiten müssen. Zum Beispiel im ganzen E-Mobilitätsbereich gibt es de facto noch nicht überall die Standards. Da finden sich erst Marktrollen, die jetzt langsam besetzt werden von einzelnen Unternehmen. Aber auch dort sind jetzt momentan die individuellen Lösungen der einzelnen Häuser entscheidend. Und ich bin da immer sehr stolz, wenn ich davon erzählen darf, dass man mit unserer Lösung um Ladesäulenbetreiber, Mobilitätsanbieter, diese Clearingstellen zusammenzubringen, da doch sehr von unserer 10-jährigen Erfahrung profitieren und da eine Lösung haben, die über die Grenzen Vorarlbergs auch Interesse erwecken konnten. Und ja, das macht dann stolz, dass auch ein doch kleines Energieversorgungsunternehmen aus Vorarlberg über die Grenzen hinaus da Aufmerksamkeit erzeugt. Das geht nur über individuelle Lösungen, da gibt es noch nicht die Standardlösungen schlecht. Spannend, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche noch viel Erfolg. Sehr gerne, Herr Springer, einen schönen Tag noch.